Oberursel befindet sich heute im 1225. Jahr seit seiner erstmaligen Erwähnung als Ursella im Jahr 791. Die Stadtrechte erhält Oberursel 1444. Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit entsteht im Urselbachtal ein großes Mühlengewerbe. Schnell erhält die Stadt Anschluss an das Eisenbahnnetz. Die malerische Altstadt mit der St. Ursula-Kirche als Wahrzeichen der Stadt steht heute noch für die über 1225-jährige Geschichte der Stadt und historisch gewachsene Traditionen. Das Leben am Urselbach mit seinen Mühlen sorgt für wirtschaftlichen Wohlstand, wie Gerd Krämer, Stadtverordnetenvorsteher, weiß. Geschichte muss immer lebendig sein. Also nur wenige haben Spaß daran, ein Buch zu lesen und sich einzulesen in historische Darstellungen. Aber wenn man hier ins Vortaunusmuseum geht, hier direkt am Marktplatz, dann findet man zum Beispiel die Industriegeschichte von Oberursel. Die Mühlen, die große Bedeutung, die unser Urselbach für die Stadtgeschichte und für das Gewerbe in unserer Stadt hatte. Sehr anschaulich, sehr toll nachvollziehbar aufgebaut und kann es erkunden. Oder aber die Abteilung Stadtgeschichte, wo man schauen kann, was war denn hier vorher? Wie hat sich das entwickelt, was wir heute vorfinden? Ganz genau die Abteilungen, die sich mit Handwerk beschäftigen. Oberursel ist eine internationale, weltoffene und tolerante Stadt mit einem hohen Anteil ausländischer Mitbürger unterschiedlicher Nationalität und Herkunft. Dies prägt das Leben in der Stadt und ist fester Bestandteil der Identität. Das ist bereits seit jeher gelebte Tradition. Seit Jahrtausenden erlebt Oberursel Zuwanderungen aus aller Welt. Schon die Kelten, Römer, religiös vertriebene Hugenotten und Waldenser, Handwerker aus Italien, Heimatvertriebene, siedelten sich hier an. Integration wurde in Oberursel schon immer gesellschaftlich ehrenamtlich gestaltet. Wenn man irgendwo neu hinkommt, neu hinzieht, dann sucht man Orientierung. Und Geschichte kann durchaus Orientierung bieten. Zum Beispiel im Moment interessiert uns alle die Frage, was tun wir mit den vielen neuen Menschen, die zu uns kommen, Flüchtlinge aus allen Teilen der Welt. Das ist ja für Oberursel keine neue Situation. Schon in der frühen Neuzeit kamen ganz viele Glaubensflüchtlinge nach Oberursel. Menschen aus Teilen von Europa, wo sie ihren Glauben nicht mehr leben durften, die kamen hierher, haben hier Heimat gefunden, haben etwas dazu beigetragen, dass Oberursel blüht und prosperiert. Oberursel heute. Das ist eine vitale und moderne Stadt mit 45.000 Einwohnern. Eine Stadt, die sowohl mit S-Bahn und U-Bahn als auch über die Autobahn gut erreichbar ist. Eine Stadt im Grünen, inmitten einer herrlichen Natur am Rande des Naturparks Hochtaunus. Eine Stadt mit historischer Altstadt und gewachsenen Ortskernen in den vier Stadtteilen. Nicht zuletzt auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit namhaften Unternehmen und zahlreichen interessanten Arbeitsplätzen. Hier finden nicht die großen Veranstaltungen der Metropolen statt, denn die Nähe und das authentische Erlebnis stehen im Vordergrund. Das breit gefächerte Angebot umfasst Konzerte, Theater, Kabarett, Ausstellungen und Lesungen. Auch der Taunus-Karnevalszug ist ein über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes Ereignis, sowie zahlreiche Märkte und andere Veranstaltungen in der Innenstadt, beispielsweise das Brunnenfest. Warum bei Oberursels Veranstaltungen vor allem auf bürgerschaftliches Engagement gesetzt wird, erklärt uns der diesjährige Brunnenmeister. Ja, das ehrenamtliche Engagement in Oberursel ist natürlich ein ganz besonderes. Gerade nach dem Hessentag wurde ja die Ehrenamtsbörse implementiert, wo sich ganz viele Oberurselerinnen und Oberursler ehrenamtlich engagieren. Es gibt viele verschiedene Vereine in Oberursel, ob das ein Sportverein ist, ob das ein kultureller Verein ist. Die Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich hier organisiert und ohne dieses Engagement wäre das kulturelle Leben hier in Oberursel so gar nicht möglich. Wir leben ja glücklicherweise in einer Stadt mit weit über 200 Vereinen und mehr als 20.000 Bürgerinnen und Bürger sind in Vereinen engagiert. Aber natürlich, wir leben im Rhein-Main-Gebiet, es gibt viele Menschen, die kommen hierher, die wohnen hier eine Zeit lang, ziehen dann vielleicht wieder weg, weil sie in einer anderen Stadt, in einer anderen Region einen noch besseren Arbeitsplatz finden. Die zu gewinnen,
dass sie sich in der Zeit, in der sie ihr Leben engagieren, das ist für die Vereine in der Tat eine große Herausforderung. Oberursel ist eine familienfreundliche Stadt mit erstklassigen Bildungs- und Kulturangeboten sowie zahlreichen sehr guten Freizeit-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten. Inwieweit das Brunnenfestpaar die in Oberursel ansässigen Vereine unterstützt, weiß Nadine die Erste, Brunnenkönigin 2016. Ja, ich habe mich jetzt vor allem darauf gefreut, das Brunnenfest 4 Tage lang aus einer ganz neuen Perspektive kennenzulernen. Ich habe mich darauf gefreut, die ganzen Oberursel Vereine besuchen zu dürfen, repräsentieren zu dürfen und dann auch in die anderen Städte zu fahren, zu den anderen Königinnen, die es hier im Umfeld gibt, die Mädels kennenzulernen und auch für mich was mitzunehmen, ja, Kontakte mitzunehmen, Freundschaften daraus mitzunehmen. Nicht nur die vielen ehrenamtlichen Vereine prägen die Geschichte Oberursels. Ebenfalls ist die Stadt stolz auf ihre sehr aktiven Städtepartnerschaften mit anderen Ländern. Diese sind durch starkes bürgerschaftliches Engagement geprägt. Ebenso bestehen zahlreiche Dritte Weltprojekte und Initiativen, die sich zu fairem Handel bekennen und vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe leisten.